Hallöche Leute und willkommen zu einer neuen Folge Pikmin 4. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. Hoffe, dass es alles, ne, im qualitativen Bereich bleibt. Ja, wenn es zu laut ist, ruhig Bescheid sagen. Tatsächlich fühlt es sich ein bisschen laut an. Aber wenn ich so auf die Anzeige schaue, dann geht's eigentlich. Wir befinden uns halt bei minus 25, grob. Vielleicht ein bisschen leiser. Ich hab's gleich immer auf 25 nochmal. So, wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir hatten. Ich glaube, in der dritten Welt fast alles. Da sind wir, glaube ich, bei 75%. Müssen wir mal schauen. Übrigens, das Problem jetzt bei den Einstellungen, die ich jetzt nochmal getätigt habe, um das ein bisschen, ne, mehr auf Qualität, ist natürlich, dass die Dateien jetzt ein bisschen größer sind. Aber ich versuche, einen anderen Encoder zu nehmen. Aber, ja, Ankerstiefel. Oh, das ist ja interessant. Aber es zählt nur für den Spieler. Okay, das ist aber trotzdem eigentlich ganz geil. Ich nehme die mal. Einfach Eisenstiefel. Generell sollten wir uns irgendwann vielleicht mal dieses ganze Zeug hier kaufen. Untätigkeitsalarm. Ich glaube, das ist. Ja, ich weiß ja nicht, wie weit die Range geht, ne? Das ist das Problem. So, wenn es keine hohe Range hat, dann ist es relativ scheiße, aber ich kauf's trotzdem mal. Und Tätigkeitszähler nehmen wir auch mal, ne, dann wissen wir quasi, ja, wer alles untätig rumhockt. Schocker. What the fuck? Das wirkt relativ strong. What the hell? Ah, ach, guck mal, wir kriegen sogar immer ein Habe ich gar nicht realisiert, dass man immer einen Prototypen bekommt. Vielleicht soll ich mal auch einfach mal alles nehmen hier einmal. Bikumin-Karotte. Ja, das ist ja dieser Bait für die Gegner. Der Knochen, der halt Ott schon heilt. Okay, haben wir denn sonst noch irgendwas? Also worauf ich immer noch nicht ganz schlau werde, ist dieser Bereich hier. Da wurde ja gesagt, ja, wir können hier Rohstoffe sammeln. Aber hier ist bis jetzt noch gar nichts. Können die graben da? Nee. Funktioniert, warte mal, wie funktioniert denn der überhaupt? Guck mal, wir können mal kurz testen. Okay, wir haben jetzt 11, die da rumhocken. Huch. Ah, okay, wir drücken runter. Die Range ist, glaube ich, auch ganz okay. Also, wenn die Range wirklich komplett, ja, komplett weitläufig funktioniert, dann ist es eigentlich ein ganz geiler Move. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Ich überlege, ob wir jetzt erstmal die dritte Welt fertig machen und dann. Ach, die zweite Welt sind wir sogar nur. Stimmt, wir sind in der zweiten Welt gerade mal. Stimmt. Okay, Oberfläche 88, Tunnel. Ja, da fehlen noch ein paar Sachen. Gehen wir erstmal rein. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir haben da irgendwo noch einen Dandori nicht gemacht, aber ich bin mir da auch nicht mehr ganz sicher. Kann mich auch irren.
Aber ich hoffe einfach mal, dass wir da trotzdem unser Zeug haben. Okay. Huch. Zeit zurückdrehen? What? Okay, das wirkt ein bisschen... bisschen random tatsächlich. Stimmt, hier haben wir noch einen Schatz. Hier ist, wie gesagt, eben noch das Dandori, was wir haben. Hm. Kampf der Kiste, das haben wir schon. Da haben wir bereits auch was gelöst. Genau, der ist auch fertig. Also im Endeffekt ist es jetzt nur noch der Bereich hier, wie mir scheint. Ich kann mich natürlich auch irren. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob wir schon hier waren überall. Also es wirkt halt so, als ob hier Grenze ist und wir dadurch noch nicht gewesen sind. Aber ich kann mich halt auch irren. Aber generell hat die Karte irgendwie so seltsame Verhältnisse. Deswegen würde ich einfach erstmal hier hingehen. Dann das Dandori. Weil wir dadurch dann uns die Pikmin holen können. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Ja. Genau, hier haben wir nämlich... Hoch! Felsenversuchsanlage. 7 Minuten. Sammeln innerhalb des Zeitlimits alle Schätze und Kreaturen. Die Pikmin können dir nicht folgen. Ja, okay. Ich bin bei diesen ganzen Dandori-Dingern echt schlecht, ne? Also ich krieg da teilweise immer nur Bronze. Und das, ja, finde ich immer so ein bisschen blöd. Vor allem kann man die dann irgendwie dann nicht nochmal machen. Was ich auch super schade finde. Ja. Aber naja. Schwere Dinge sind wertvoller, aber schwer zu transportieren. Wie du transportierst, ist wichtig. Dort zeigt sich dein eigener Wert. Okay. Okay. Oh. Wie, die können einfach fressen? Was war die Schose denn? Das wusste ich gar nicht. Das ist ja blöd. Oh. Ich sollte vielleicht auch mal Otchin die Fähigkeit geben, dass er mir auch hilft. Wo ist Otchin überhaupt? Steht da einfach untätig rum. Perfekt. So, ich schaue mich nebenbei mal um. Guck mal, hier haben wir auch noch was. Die Frage ist, können die auf dem Feuer hocken? Ich glaube nicht, oder? Aber sicher bin ich mir da halt nicht. Ich würde es einfach mal einmal testen. Oh, wobei. Ich glaube, gerade hat das keine Probleme gemacht. Ah, guck mal, da kommen sie auch schon. So, nochmal. Okay, und so. Oh, es reicht einer.
Ach nee, Otschi kann es allein tragen, okay. Dann warte mal. So, du trägst das da. Du trägst das da. Oh, Otschin ist halt viel zu langsam, ne? Das ist halt wirklich das Problem. Wir kriegen wahrscheinlich wieder keinen Bronze. Ah, ich kenne mich schon. So, mach die mal Wand kaputt. Ah, das ist halt nichts. Das ist halt nichts. Komm mal auf das Ding. So, die können die Wand kaputt, also das Zeug holen. Was wir halt am Anfang Pikmin Sturm sind, ist halt so bitter. Ja. Oh. Ist da noch mehr? Nein. Ah, genau. Die können ja die Wand kaputt machen. Ich habe das Gefühl, du brauchst halt die Fähigkeiten, damit die hier alle wirklich... Genau. Ich arbeite nochmal an dem Ding um. 2 Minuten, die kriegen halt wieder nur Bronze. Ah, ich kurz im Strahl. Oh, die Aubergine wäre noch wichtig. Weil die Zucchini ist es ja. Der Vorteil ist, glaube ich, die, Steinpigmen. Ich meine, dass die Steinpigmen nicht von, also, sie können nicht zerstampft werden, so rum. Noch 30 Sekunden, ey, das kriegen wir doch niemals hin. Niemals im Leben. Ich weiß nicht, wie effizient du da sein musst, ey. Das ist krass, wirklich. So, die werden jetzt halt noch die... womöglich die... Ha? Schade. Wir haben nicht mal Silber. Also auch, wir haben Silber. Oh Gott. Bronze. Fast Silber. Ich habe wirklich das Gefühl, du musst gucken, dass du... dass du... Na, sag schon. Dass du alle bekommst.
Also die großen Sachen, weil er sagt ja, die großen Sachen bringen mehr. Das heißt, du musst, glaube ich, mehr Ausschau halten nach den großen Sachen als nach den ganz kleinen. Also ich gehe mal davon aus, dass Gold wahrscheinlich sinnvoll ist. Diese Golden Nuggets. Und dann halt die großen, Gemüsesorten. Ja, Zucchini, Aubergine. Da hast du, glaube ich, noch eine Bambussprosse gehabt. Ich habe trotzdem teilweise das Gefühl, dass das Game manchmal schon viel zu laut ist. Aber ich kann mich auch irren, also, na. Ich weiß nicht, so Overworld-mäßig geht's eigentlich noch, aber so manchmal gibt's dann schon Momente, wo das Spiel doch ein bisschen sehr laut wirkt. So. Oh, jetzt haben wir ja... Genau. Wo stehen wir denn überhaupt gerade? Ach, da hinten. Okay, ja, das passt ja. Das passt doch. So, mal auf Otschen drauf, damit wir das hier ein bisschen besser gemanagt kriegen. Ah, wir brauchen Eis. Eis, Baby. So, wird wahrscheinlich wieder nicht identifiziert werden können. Wie immer. Ach guck mal, wir haben alle Früchte. Sehr cool. Können aber mal die ganzen Tiere mitnehmen. Dann passt das schon. Hoffe ich. Ich hoffe mal, wir haben jetzt gerade keinen blauen dabei. So. Nein. So. So, wir haben ja hier noch auf der Karte einige Viecher zu liegen. So, hier der Schmetterling, dem sein Leben nichts wert ist, scheinbar. Müssen ihn nur treffen. Hey, Obacht, ja. Aufpassen, Jungs. Ja, da muss ich halt nur kurz hinsetzen. Ach Gott, ist das viel nervig. Also den Schmetterling vom Himmel holen, das ist auch wieder... Das ist eine Kunst. So. Kann den runtertragen. Sag mal, ist hier noch eine Pflanze? Weil ich weiß nicht, die eine Pflanze wirkt sehr obvious. Aber es scheint aber keiner der beiden Pflanzen. Das ist natürlich... seltsam. Wie ist Otschen eigentlich vorhin da hochgekommen? Der war oben einfach mal drauf. Wahrscheinlich durch die... durch die Höhle. Naja. Wie viel Prozent haben wir eigentlich? 87. Ich frage mich natürlich jetzt, was noch großartig fehlt, ne? Weil hier ist halt noch eine Höhle. Aber sonst ist da, glaube ich, nichts, oder? Ja, wobei doch, da könnte was vergraben sein noch. Haben wir hier eigentlich irgendwo eine... Oh. Oh, weil hier waren wir ja schon. Gott, schauen, ob wir hier irgendwo noch ein... Nee. Okay, ja gut. Die bringen das weg. Sollen sie ruhig. Was finden sie da? Auch nochmal Materialien oder ein Item? Ach, hey. Okay, nur ein Feuersamen. Interessant.
War die Höhle? Ja. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Item auch reicht. Ja, die kommen wieder. Aber die brauchst du nicht, um reinzugehen. Ach du Scheiße, was sind das denn? Königreich der Bestien. In dieser Höhle befinden sich viele verschiedene Punktkäferarten. Vielleicht bauen sie hier ihr eigenes Reich auf. Für sie bin ich nur ein Eindringling, den es unschädlich zu machen gilt. Sollte ein Kampf unausweichlich sein, muss ich mich auf meine Items verlassen. Ja, wir haben halt noch unseren Schocker, ne? Ich glaube, der könnte wirklich Gold wert sein hier. In dem Battle. So, was wird uns dann empfohlen? Ne, toll. Rote Pikmin und... Na gut, nehmen wir rote Pikmin mit. Unsere Kämpfer. Unsere stärksten Kämpfer nehmen wir mit. Ich frage mich, ob es noch irgendeine stärkere Art gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, die roten sind wirklich die stärksten. Und ich glaube, die Stein-Pikmin sind... Ich glaube, nur stärker, wenn du so auf die Gegner wirfst. Ansonsten... So. Guck mal, was wir hier finden. So, kommt mal mit, Jungs. Instant eliminiert. So gefällt mir das. Naja, ihr wartet mal kurz. Ich weiß schon, wo die hinwollen. Ah ne, die kommen. Okay, die kommen rüber. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber die werden niemals in die Lücke kommen. Komm, lass doch mal los jetzt, du Spinner. Okay, der Lautstärkepegel teilweise piekt einfach auf 20. Auf minus 20. Ist ein bisschen erschreckend manchmal. Aber ich hab die Hoffnung, dass es nicht ganz so grauenvoll ist mit der Lautstärke. Ansonsten müssen wir es vielleicht beim nächsten Mal mal anpassen. Weil ich dachte eigentlich, so wie ich es immer habe, geht's, aber... Na komm. Mach mal das Ding kaputt hier. So, erstmal den Gegner. Die gehen nämlich alles an, sehr gut. Passiert hier. Ach so, okay. Was haben wir hier? Kristall nur? Ja, einen einzelnen Kristall. Naja, gut. So, dann haben wir noch den einen Boss da. Boss, den kleinen Gegner da. Und das Puzzleteil. Dann sollten wir, glaube ich, alles hier haben auf der Ebene. Es sei denn, es ist jetzt hier noch random irgendwas vergraben, aber ich glaube mal nicht. Muss ich eigentlich Otchen rüberbringen? Ich finde es gut, wie Otchen überhaupt nicht außen rum läuft. Also suchen sie scheinbar nicht den Optimalweg. Zumindest Otchen kann ich nicht steuern. Aber gut, ich kann ihn einfach separat holen, aber... Ich glaube nicht, dass ich auch schon brauche, um auf die nächste Ebene zu kommen. Deswegen lasse ich den einfach. Also hoffe ich zumindest. Ist das ein Nintendox-Puzzle? Okay. So, tiefer. Bis jetzt haben wir noch keinen von diesen speziellen Punktkäfern gefunden.
oder gesehen, ne, die mit ihrer besonders starken Lippe. Oh, das sind aber diese roten. Die kleinen frechen Viecher. So, na, komm her. Na, auf die Felspigment. Das ist schon das sind schon richtige Pigment, oder? Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Olimar die in seinem Logbuch erwähnte. Felspigment. Felspigment sind steinhart. Sie können Glaswände zerbrechen und in den Boden gerammt werden. Selbst Stacheln machen ihnen nichts aus. Doch trotz ihrer Zähigkeit können sie auf harten Oberflächen oder von den Zähnen mancher Kreaturen zerquetscht werden. Die sind also hart wie Stein, hm? Tja, ich hätte sie wahrscheinlich wirklich für Steine gehalten, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Pikmin sind. Komm hier, mach mal. Tobt euch mal aus, Jungs. Jeder schleppt mal ein paar. Oh, warte mal. Nee, da sollte ich vielleicht noch nicht langlaufen. Das ist mir noch zu riskant. Naja, nur 5 haben ist schon ein bisschen blöd, ne? Hätten wir den direkt ausgeschaltet. Oh, hier ist glaube ich was vergraben. Ja. Was haben wir hier Schönes? Ach, so eine. Hm. So, das ist wir mal ja. Okay, warum ist da Wasser? Können die vielleicht auch im Wasser schwimmen? Ein bisschen, OP, oder? Wie sind die jetzt überhaupt da lang gekommen? Sind die wirklich an dem Ding einfach vorbeigelaufen? Okay. Wahrscheinlich, wa? Kannst dagegen wirklich nichts machen, ne? Gegen die Viecher. Servus. Gegen die Viecher kannst du tatsächlich nichts machen. Also die... Die scheuchen scheinbar einfach nur deine Pikmin auf. Na gut. So, mach mal auf das Ding. Sehr gut. So. Hier. Jeder kriegt einen. Luke, ich bin dein Vater. Sehr gut. Ist da noch irgendwas, oder? Nee, okay. Sah nur so aus. Den Pigment los. Okay, die machen das Ding auf. Dann können die Pikmin das schon mal tragen. Okay, der Hund frisst aber einen Stein. Sehr gut. Ohne einen Hundi. Ja. Naja. Ein Hundi mit 2 Beinen. Ein Alien-Hund. Ah ja, gut, klar, wir können ja mit dem Hund einfach im Wasser paddeln. Haha, da war ja was. So, habe ich hier alles? Ja, okay. Ja, aber das bringt halt gar nichts hier. Ist einfach nur, okay. Hm, Abkürzung. Na gut. Wo lang? Hier lang. Dann glaube ich auch alle Gegner, oder?
Sollten wir eigentlich. Weiter. So, welcher Pikmin kommt jetzt? Welcher... Punktkäfer? Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist die Mutter. Ach du Scheiße. Das sieht ja gar nicht gesund aus. Warte mal, kann ich hier nicht einfach... Warte mal. Kann ich aber so eine Überraschung machen? Oh. Wollte ich jetzt nicht unbedingt alle mit Steroide füllen? Ach, wie kam ich da nochmal ins blöde Inventar? Nee. Das hab ich schon mal komplett vergessen. Muss ich nicht irgendwo eine Taste gedrückt halten? Oder kann ich hier gar keine Items benutzen? Schön, wir haben die Items geholt. Ah, jetzt so. Den Knopf haben wir gedrückt. Na komm. Ich wollte mich eigentlich gerade dem so ein paar Bomben einfach entgegenwerfen. So, kriegt er von mir gleich einfach einen Donnerblitz ab. Könnt ihr auch. Eww. Oh Gott, kommt her. Genau die. Weg mit der Made. Oder was es darstellen soll. Sieht schon sehr stark nach einer Made aus. Einer zu voll gefressenen. Was haben wir denn hier? Oh, okay, für unser. Fürs Gambeln, ne? Mika. Mhm. Von Nishiki. Eine neue Dozentin an der Alion Akademie, die den Geowissenschaftsclub der Hochschule als Mentorin unterstützt. Die ist also die Dozentin. Ob sie von ihrer Universität aus eine Exkursion hierher unternommen hat? Oh, aber das könnte ja bedeuten, dass noch mehr Leute von der Universität auf diesem Planeten gestrandet sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihr sprechen, um herauszufinden, wer noch alles hier ist. Okay, Chef. Gut gemacht, Chef. Okay, hier war nur ein Boss quasi. Ich werde aber mal. Ich weiß nicht, ich traue diesem Lautstärkebrat nicht. Hoch. Ich werde mal auf minus 3 oder so. Mal schauen. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen zu laut ist manchmal. Egal, weiter. Weil wie viele Taschen hat das jetzt eigentlich hier? Muss ja einige haben. Der bekam aber bei 33. Ja, okay. Jetzt sind wir bei 50%. Eieiei. Jetzt haben mindestens noch. Vielleicht zwei?
Kein Grund zur Eile. Doch. Okay. So, erstmal absteigen. Achso, haben sie schon ausgeschaltet. Das ging schnell. So, das Problem ist, das hier ist, glaube ich, ein Nasenkäfer oder so ein. So ein Nasenbär. Ähnliches Vieh. Ich finde es interessant, dass die Steinpigmen alle nicht kleben bleiben können. Oh. Fast noch die anderen in den Tod geschickt. Okay, das wird wahrscheinlich auch noch einen Sinn haben hier, oder? Können die vielleicht die Säule kaputt machen? Nee. Gut, die können halt die Wand hier kaputt machen. Verstört mal, Jungs. So, das lassen wir nochmal alles hier. Kann ich? Warte mal, kann ich? Ja, okay. So, kann ich auch schon einfach hier raufpacken? Komm. Okay, reicht sogar schon. So, die Sachen lassen wir nochmal alle hier drinnen. Müssen wir jetzt mal gucken, wie wir überhaupt weiter vorgehen. Warte mal, können wir vielleicht die Steinpigmen benutzen, weil die schwer. Ich glaube, die sind sogar schwerer, ne? Sind die nicht sogar als zwei? Nee, okay, ich dachte. Krass, ich dachte, in älteren Pigmentteilen würden die mehr zählen. Scheinbar habe ich mich da geirrt. Okay. Was haben wir hier noch? Wir haben hier Wasser. Hier war da. Okay, aber jetzt können wir das alles abholen. So, nehmt mal eure Steine mit. Also mal. Den soll er auch mitnehmen. Quietschhähnchen. Kann aber, glaube ich, sein, dass die Pigmen langsamer sind. So. Sehr gut. Oh, ich glaube, da ist gerade noch was vergraben. Nee, okay. Dann war es vielleicht doch nur. Das Signal, ey, da war was. Ja, okay, die sind tatsächlich langsamer, glaube ich. Aber dafür sind sie halt relativ robust. Na, die kannst ja halt nicht einfach, die können nicht zerstampft werden, sagen wir es so. Okay, ja, das könnte jetzt ein bisschen interessant werden. Warte mal. Ich würde mal versuchen, die irgendwie. Boah. Mach ihn das am besten. Ich glaube, die entlasse ich einfach mal. Versuche mit Otschen einfach die Viecher zu töten. Das geht ja. Und solange ich ihn ablenke, müsste es trotzdem funktionieren. Oh nein. I made a huge mistake. Kommt auf, Jungs. Wie mache ich den jetzt fertig?
Habe ich denn noch ein cooles Item, was ich nutzen kann an ihm? Ja, okay, wir haben hier halt einen... So, der müsste jetzt, glaube ich, nach der Korte gehen. Ja. Machen wir es doch so. Ich finde es an sich eine coole Idee mit den Items. Weil es nochmal ein bisschen... Ich sag mal, ich meine... Natürlich macht es das Spiel irgendwo ein bisschen einfacher. Ne, weil du halt... Weil du dadurch jetzt eben... viel mehr Möglichkeiten hast, deine Gegner zu besiegen. Aber irgendwie finde ich es auch cool, dass du halt verschiedene Möglichkeiten hast, das zu machen. Deswegen, also, ich finde sowas nicht unbedingt schlimm. Und bin mir ziemlich sicher, dass es noch irgendwann vielleicht doch nochmal eine Schwierigkeitskurve kriegt und das dann alles nochmal ein bisschen anspruchsvoller wird. Ne? Gab ja auch ein paar Sachen, wo wir schon mal ein bisschen gestruggelt haben. Ja. Aber die Items sind auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, mit dem man spielen kann. Ja, allein diese Karotte gerade, um einen Gegner zu lähmen. Natürlich habe ich jetzt keine mehr, um diesen Spinner da auszuschalten. Wahrscheinlich einer der stärksten Punktkäfer. So, ich glaube, ich hole mir mal erstmal die Pikmin da hinten. Hier ist nichts. Oh. So, wo bringt ihr das Ganze hin? Okay, die laufen tatsächlich den vernünftigen Weg. Okay, dann... Dann dürfen die das machen. Die Frage ist, was... Okay, siehst du? Der hingegen wird schon mal falsch benutzt. Okay, aber das Ding hat eine recht gute Range. Also es war wirklich ein guter... Gut, dass wir es gekauft haben. Weil die Range ist doch schon... Ey, komm jetzt. Weil die Range ist schon ordentlich. Okay, hier ist noch eine... Zucchini. Okay, das war gerade assi. Der Sound auch. Ich glaube, das Geilste wäre, wenn wir den von hinten einfach ausschalten können. Also nacheinander seine Kinder einfach rauben. Hey! Haben die uns einfach ein Ding weggefressen, die Schweine. Das ja... Unter aller Kanone. Was bringt mir der Schalter? Ach ja. Kann er gar nicht drücken. Haben wir denn noch ein Item? Was wir gegen den verwenden können? Eine Eisbombe. Das können wir vielleicht mal an ihm nutzen. Versuchen wir es einfach mal. Ah, krass, die reagieren extrem schnell darauf, ne? Und das scheint wirklich schon ein relativ starker Gegner zu sein, weil wenn der so eine Musik schon hat, so eine eigenständige. Komm. Shit. Hätte wir wissen müssen, dass die einen Detonations, Radius hat. Oder ein... Das könnte auch geil sein hier. Oh mein Gott. Die ist ja absolut scheiße geworfen. Als ob der da reinfällt. Reinläuft. Na, schauen wir mal. Schöne Syntax noch hinballern. Oh, das Spiel, wirklich.
Ja, man muss auch die Features nutzen, die das Spiel einem gibt. Dauert nicht jetzt nochmal eine extra Runde? Man könnte wahrscheinlich irgendwie mit einer Truppe ihn ablenken oder so. Na, jetzt mal gucken wir mal. Läuft er vorbei? Ja. Nice. So, dürfen wir, glaube ich, alles ausgeschaltet haben. Hoffe ich. Kann ich sagen, dass gleich wieder noch ein paar wieder aus vom Himmel fallen? Ne, richtig dreist. Um denen mal ein bisschen entgegenzukommen. Hol ich, glaube ich, mal Ortschen. Und dann können mir keine Viecher hinten dran laufen. Ach, guck mal, hier sind wir noch. Noch ein paar zum Pflücken. Okay, na gut. Aber ich glaube, die Gefahren sind hier gebannt. Hoffe ich. Sehe ich schon kommen, gleich. Komm, was bringen wir jetzt mal der Schalter? Ah. Okay, also bringen wir das eigentlich gar nichts. Außer ist der Zaun halt im Nachgang nochmal weggemacht werden kann. Aber. Ja gut, ist vielleicht für die anderen Gegner ganz cool. Ja genau, weil die jetzt halt den Weg laufen. Damn, das war auch noch ein Riesenteil, ey. Ja, warte mal, warte mal. So, jetzt. Müssen ja nicht alle an dem Ding werkeln. Nein. Ach, oh, schön, wirklich. Dieser blöde Köter. Alles will er selbst tragen. Letzter Herr Staufler viel zu langsam ist. Finde ich auch interessant, dass Ottchen, also der Hund, dass der Sachen tragen kann, aber trotz allem immer noch langsamer als die Pikmin ist. Also der ist wirklich eher so Last Resort. Nice, haben alles. Sehr gut. Kommen wir weiter. Dürften auch, glaube ich, alle Gegner haben. Insofern sie mir auch angezeigt werden. So, ich frage, was kommt jetzt da? Finale? Naja, sieht gut aus. Könnte die letzte Ebene sein. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich habe Angst. Wahrscheinlich nochmal ein zweiter Boss, aber... Aber sowas von. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, ich kann mich sogar erinnern, an was das ist. Kann ich vorher? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Das Geile ist, das sind, glaube ich, soweit ich weiß, aus dem ersten Pikmin die Bosse. Also haben wir jetzt hier gerade einfach mal zwei Bosse. Aus dem ersten Teil. Finde ich interessant. Oh nein, ich will ihn mal anvisieren. Wobei doch vielleicht. Oh, die kriegen fast gar keinen Schaden. Oh, war ja. Das Gefühl, die Bombe ist ja eher optional. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Wir brauchen unsere krasse Substanz. Kommt der hier rein? Nee.
Na. Jetzt muss halt der andere sich Typ sich auch nochmal umdrehen. Ja, jetzt ist es sehr geil. Ach ja. Mist, glaube ich, von vorne, ne? Wir können, glaube ich, nur werfen. Auweia. Okay, die haben es in sich. Die sind nicht ohne. Die zwei Jungs hier. Auweia. Okay, ersten außer Gefecht gesetzt. Hat mir einfach die Viecher zerstört. Okay, das ist absolut dreist. So, dreh ich nochmal um. Okay. Haben wir alle? Boah, das ist so frech, der Move. Eigentlich muss ich dafür die Steinpigment nehmen. Okay, den kann ich sogar von den Lippen. Ach nee. Oh mein Gott. Eieieiei, der frisst mal alles weg. Das ist. Das hat schon Grund, warum der damals ein Boss war. Im ersten Teil. Oder der Boss. Ich meine, gut, der war damals auch deutlich größer, glaube ich. Aber. Wir hatten 84 oder, und dann ist einige weggefressen. Drecksaudi. Boah. Wen haben wir denn? Hus. Und von Oguru. Ogura. Dieser Ökologe möchte den Lebensraum der Pigmen erforschen und herausfinden, warum sie ausgerechnet auf Pfeifen reagieren. Akademiker? Sie sind erst zufrieden, wenn sie etwas mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Händen berührt haben. Tja. So, kommt mal her, ihr Pigmen. Was haben wir hier auf der anderen Seite? Ach. Das wäre so typisch, ne? Kommt jetzt her, ihr Schweine. Hier. Nährt euch am Nektar. Ist auf der anderen Seite auch noch einer? Nö. Sehr gut. Naja. Was haben wir denn da? Irgendwas Antikes oder wie? Will eigentlich nicht zu viele werfen. Okay, nice. Sieht mal aus wie so eine antike Figur. Wobei, wo mich das Gesicht zumindest so ein bisschen dran erinnert, ist von... weiß gar nicht mehr, was für eine Maske das war. Aber aus... Ach ja. Ja, wobei, nee, doch, das funktioniert. Oh, warte mal. Ist doch vielleicht ein Fehler, oder? Oder? Na komm. Ja, jetzt. Huh. Oder was ist noch eine Schraube? Okay,
Okay, was bringt die Schraube? Nichts, oder? Oder kann ich die ziehen? Nö. Hm. Dann kann ich irgendwie auch nichts machen mit der Schraube. Aber na gut. Wird wahrscheinlich noch seine Gründe haben. Das gute Stück. Aber zumindest gibt es hier keine Items mehr. Hm. Das ist seltsam. Das heißt auch, wir können einfach raus. Denn wir sind fertig. Einige Pikmin verloren, ey. Puh. Also wenn wir Pikmin produzieren, dann vielleicht die roten. Und jetzt halt die Steinpikmin. Ich habe das Gefühl, ich krieg schon mal eine Ohrenentzündung. Tut schon wieder den ganzen Tag weh. Scheißding. Naja. Wird's ja sehen. Ich werd's ja sehen. Okay, warte mal. Wir wollen... Okay, wir haben einige... Warte mal. Ich will mal kurz die Aufstellung sehen. Okay, wir haben von den beiden deutlich am meisten. Wir sollten definitiv ein paar schwarze Pikmin mitnehmen. Und... Ja, gut, wie machen wir das jetzt am besten, ne? Ach ja, wir dürfen ja nur 3 Farben mitnehmen. Hm. So vielleicht? Na, sag mal. So. So, wir haben mal 99%. 1% fehlt uns mal wieder. Wo könnte der schon wieder sein? Vielleicht hier oben? Wir werden es rausfinden. Dies gilt es herauszufinden. Oh. Ups. Ja gut. Lass mal die roten Pikmin machen. Was haben wir hier nochmal? Wahrscheinlich wieder ein bisschen Erz. Rohmaterial. Na. Dürfen sie genau mitnehmen. Okay. Ah, nochmal ein bisschen Zeit. Also wenn wir jetzt noch das letzte Item finden, wäre das schon... Schon geil. Aber natürlich muss ich erstmal überlegen, wo es sein könnte. Ach, da komme ich hoch. Und dann ist die andere Frage. Tja, wo könnte das sein jetzt? Also ich vermute, dass es wirklich da hinten ist. Also hier. Ich halte mal das Radar einfach im Auge. Ich hole mal den beiden noch schnell Pikmin ab. Kann ich da nicht eigentlich? Ja doch, kann ich. Jetzt spielt es auch keine Rolle mehr. Also irgendwo muss es vergraben sein. Das steht fest. So, die Gegner lassen wir mal tragen. Aber wo? Hier war doch der große Gegner, oder? Das Radar schlägt aber nicht aus. Oh, oh, oh. Moment. Geht da runter? Nö. Okay,
Okay, wir haben zumindest einen Ausschlag. Hier vielleicht irgendwo? Nee, da war ja nichts. Aber da muss es ja irgendwo hier sein. Können wir eigentlich da noch hoch oder ist hier... Ja, hier ist Ende der Map. Vielleicht hier einfach? Ich glaube, wir brauchen rote Pikmin. Gelbe. Damit zu den... Warte mal. Checke ich eben schnell. Es ist auf der Seite, aber das glaube ich nicht, ne. Aber warum ist es denn auf dem Rand der Map? Das haben wir auch doof gemacht. Aber na gut. So, warte mal. Ich ziehe mal eben die Keime raus. Dann kann ich nämlich alle... Okay, ja, wobei... Ich mal 30 von den... So, und dann... Nur von denen noch mal ein paar. So, dann schauen wir mal. Also ich habe das Gefühl, es gibt tatsächlich immer irgendwo ein Item, was vollständig vergraben ist. In dem Fall wäre es halt jetzt das hier. Boah, das ist halt die gelben Pikmin. Ja, Tatsache. Boah, ist das frech. Was ist das denn? Ach, von der Matroschka, ne? Ja, Tatsache. So, dürfte dann das letzte Item sein. Das letzte Item von dem Game, beziehungsweise von der Map. Gehen wir eben schnell hier hin. Ja, die Pikmin sind safe. Problem ist halt, wir werden hier definitiv... Ach, das ist nur der... Ja, das ist nur der Schmetterling. Der juckt ja nicht. Haben wir denn hier irgendwo noch ein Item, was wir... ...noch sammeln können? Oh, wir können vielleicht noch die Keime da einsammeln, also die hier. Den hier. Ey. Sag mal. Ach nee, wo fehlt denn jetzt Pikmin? Ach nee, okay, haben alle. Okay. Ja gut, wir können eigentlich den Tag aufhören. Hier, Tag beenden. Und hier so 100%. Damit haben wir auch Map 2 fertig. Nice. Oh. Ich werde da vielleicht noch eine Stunde machen. Weil es auch mich schon ein bisschen abnervt. Dass es so schmerzt. Na, mal gucken. Nice. Sehr cool. Wie viele... Stimmt, ich will mal wissen, wie viele Pikmin uns verloren gegangen sind. 24. Das geht sogar noch, ne? Ich hätte mit deutlich mehr gerechnet. Aber 24, das geht eigentlich ganz fit. Das war eine weitere Folge Pikmin 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye-bye.